Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Die Ferien sind vorbei. Viele von euch sind am Dienstag das erste Mal in die Schule gegangen. Und viele von euch gehen jetzt wieder zur Schule oder auch in den Kindergarten. Und wir sind nach den Ferien wieder mit eurem Kindergottesdienst für euch da. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vor den Ferien schon eine ganze Weile von Josef gehört haben, dem Sohn Jakobs. Und ja, dieser Josef war ja etwas seltsam. Er hatte Träume und ja, seine Brüder hatten irgendwie das Gefühl, dass er sich über sie stellen wollte, also was Besseres sein wollte. Und das ging so weit, dass sie ihn in einen Brunnen warfen und schließlich nach Ägypten verkauften und seinem Vater Jakob erzählten, er sei von einem wilden Tier getötet worden. Josef kam nach Ägypten ins Haus von Potiphar und ja, er sollte da etwas getan haben, was er nicht getan hatte. Er kam dafür ins Gefängnis und aber auch da war Gott mit ihm und er deutete schließlich die Träume vom Hofbäcker und vom Mundschenk des Pharao und hat dann auch die Träume vom Pharao, also dem ägyptischen König, selbst gedeutet. Und der Pharao merkte, dass er es hier mit einem Menschen zu tun hatte, der wirklich von Gott gesegnet war und er setzte ihn an die zweite Stelle in Ägypten. Also er war der zweite Mann unter dem Pharao. Und er sollte dann dafür sorgen, dass eben die Hungersnot, die über Ägypten kommen sollte, glimpflich ausging. Und er gab ihm einen Namen. Das war hier in der Geschichte zwar nicht drin, aber ich denke, es ist wichtig, das zu wissen, nämlich Zaphnat Paneach. Das soll ägyptisch sein, aber ist wohl auch hebräisch. Das heißt, er möge leben oder der Retter. So, und heute hören wir, wie das Ganze weitergeht. Wir sind zusammen im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen. Amen. Wir singen ein Lied, das wir schon kennen, nämlich einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, komm, wir loben Gott im Herrn. Einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, komm, wir loben Gott im Herrn. Lass uns hüpfen, lass uns hüpfen, dass du da bist, lass uns hüpfen, dass du da bist. Lass uns hüpfen, komm, wir loben Gott im Herrn. Lass uns hüpfen, dass du da bist. Lass uns hüpfen, dass du da bist. Lass uns hüpfen, komm, wir loben Gott im Herrn. Klatschen! Lass uns klatschen, dass du da bist. Lass uns klatschen, dass du da bist. Lass uns klatschen, komm, wir loben Gott im Herrn. Lass uns schaffen, dass du da bist, lass uns schaffen, dass du da bist.
und ihr könnt euch ja, wenn ihr das Video zurücknehmt, immer noch neue Dinge ausdenken, was wir tun können, wenn wir uns freuen, dass ihr da seid. So, nun hören wir, wie die Geschichte mit Josef weitergeht. Das ist eine etwas längere Geschichte diesmal. Nach 7 Jahren brach die Hungersnot aus, die Josef vorausgesagt hatte. Das Getreide wuchs nur noch spärlich. Jetzt ließ Josef die Vorratshäuser öffnen. Wer kein Brot mehr hatte, konnte das Korn bei Josef kaufen. Aus Ägypten und aus dem Ausland strömten die Menschen zu ihm. Auch im fernen Bergland, wo Jakob und die Brüder Josefs wohnten, herrschte Hunger. Die Brüder hatten sich inzwischen verheiratet. Kinder waren ihnen geschenkt worden. Die Familie des Jakob wurde immer größer. Als die Hungersnot andauerte, wurden alle Vorräte aufgezehrt. Reisende berichteten Jakob: In Ägypten kann man Getreide bekommen. Da befahl Jakob seinen Söhnen: Geht nach Ägypten, kauft Korn, sonst verhungern wir. Sollen wir alle hingehen? Fragte Ruben. Alle, antwortete der Vater. Nur Benjamin bleibt hier. Ich habe Josef verloren. Ich will nicht, dass auch Benjamin etwas zustößt. Die Brüder machten sich auf den Weg. Nach einigen Tagen kamen sie in die Hauptstadt des Ägypterlandes. Sie fragten einen Ägypter: Wo können wir Getreide kaufen? Wer Getreide will, bekamen sie zur Antwort, der muss sich zuerst beim Stellvertreter des Pharao melden. Die Brüder betraten das Haus, in dem Josef das Getreide verteilte. Josef war wie ein Ägypter gekleidet. Sein Barthaar war rasiert, kurz geschnitten waren seine Haare. Die bärtigen und langhaarigen Brüder erkannten Josef nicht. Josef aber wusste sofort, dass er seine Brüder vor sich hatte. Sie waren sich vor ihm auf den... Sie warfen sich vor ihm auf den Boden. So zeigten sie ihm, wie mächtig er für sie war. Josef ließ sich nicht anmerken, dass er sie kannte. Aber er dachte daran, dass sie ihn in den Brunnen geworfen und als Sklaven verkauft hatten. Darum fragte er sie mit strenger Stimme: Woher kommt ihr? Wir kommen aus Kanaan, gaben sie zur Antwort. Wir wollen Getreide kaufen. Ihr seid nicht wegen des Getreides hier, sagte Josef drohend. Ihr seid hier, weil ihr die Grenze und das Land auskundschaften wollt. Ihr seid Spione. Nein, Herr, stammelte Ruben erschrocken. Wir sind wirklich nur gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir sind 10 Brüder. Wir kommen aus Kanaan. Dort lebt unser Vater. Eigentlich sind wir 12 Brüder. Aber der Jüngste ist zu Hause geblieben. Und einer ist tot. Ich glaube euch nichts, antwortete Josef heftig. Er winkte einem Soldaten. Bring die Männer da ins Gefängnis, befahl er. 3 Tage später ließ Josef seine Brüder holen. Ich will nicht, dass eure Familien verhungern, sagte er. Geht nach Hause, bringt euren jüngsten Bruder zu mir, dann sehe ich, dass ihr die Wahrheit gesagt habt. Aber einer von euch muss hier bleiben, bis ihr nach Ägypten zurückkommt. Die Brüder redeten miteinander.
Das ist die Strafe für das, was wir mit Josef gemacht haben, sagte Ruben. Ich habe euch damals ja gesagt, vergreift euch nicht an ihm. Josef hörte alles mit an. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er wollte nicht, dass ihn jemand weinen sah. Darum schaute er woanders hin. Dann zeigte er auf Simeon und befahl einem Soldaten, nimmt ihn fest und führt ihn ab. Die Säcke der Brüder ließ er mit Getreide füllen und das Geld, das sie bezahlt hatten, legte er zuoberst in die Säcke. Die Brüder luden die Säcke auf die Esel und verließen die ägyptische Hauptstadt. Ihr Lieben, nicht wahr? Jetzt hat Josef doch die Gelegenheit, es seinen Brüdern heimzuzahlen. Er kann sie mit strenger Stimme in die Schranken weisen, ohne dass sie ihn erkennen. Nicht wahr, so denken wir. Denn was die Brüder mit Josef getan haben, war ja nun alles andere als eine gute Sache. Gewiss, Josef war, wie wir gehört haben, ein wenig überheblich und ja, etwas großspurig, würden wir sagen, aber mit Sicherheit kein schlechter Mensch. Ja, jetzt hätte Josef wirklich die Gelegenheit, seinen Brüdern so richtig eins draufzugeben. Er hätte sie alle gefangen nehmen können. Aber er hörte auch, was sie miteinander sprachen. Und seine Augen wurden feucht, er musste weinen. Er wollte aber nicht, dass die Brüder das sahen. Denn Josef liebte seine Brüder immer noch und dachte natürlich auch an seinen alten Papa. Deshalb hat er 9 seiner Brüder wieder nach Hause zurückgeschickt und hat sogar das Geld, das sie für das Korn bezahlt haben, wieder in einen der Säcke gelegt. Er wollte einfach nicht, dass seine Familie verhungerte. Aber sowas wie eine Sicherheit musste er ja nun haben. Denn ansonsten wären seine Brüder wahrscheinlich nicht mit Benjamin zurückgekommen. Deswegen hat er Simeon bei sich behalten als Gefangener oder auch nicht, das werden wir noch hören, damit seine Brüder wieder zurückkommen mussten. Ja, so ist das. So geht das uns doch auch. Der und der hat mir das getan oder der hat mir eine runtergehauen. Mensch, wenn ich dem doch mal so richtig eine in den Hintern treten könnte. So denken wir alle, nicht nur ihr. Aber Jesus möchte das von uns eigentlich nicht. Er hat immer gesagt, wenn euch jemand etwas Böses tut, dann macht es nicht genauso, sondern versucht es anders. Versucht mit demjenigen zu reden und dafür zu sorgen, dass er sowas nicht doch einmal macht. Das ist nicht immer einfach und ich gebe zu, auch nicht immer möglich. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Aber, wie gesagt, Jesus möchte etwas anderes von uns. Er möchte, dass ja, wir uns gegenseitig lieb haben, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, ob im Kindergarten oder im Schulhof. Gewiss, der ein oder andere Ringkampf, den gibt es, aber man soll es nicht so weit treiben, dass einer dabei zu Schaden kommt. Wenn der Erste unten liegt, dann muss der Kampf beendet sein.
denn ansonsten kann es bitterer Ernst werden. Jesus hat uns das immer wieder gesagt und an Josef sehen wir, wie es gehen kann, denn Josef hatte mit seinen Brüdern nichts Böses im Sinn. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir, bevor wir jemanden zurückbeleidigen oder auch zuschlagen, überlegen, macht das überhaupt Sinn? Dann sind wir eigentlich ganz gut dran, wenn wir so leben, wie Jesus es von uns möchte. Denn Jesus ist unser lieber Freund, dem wir alles sagen können und der uns auch hilft und uns Ratschläge gibt, wie wir uns verhalten können und auch verhalten sollen. Amen. Wir singen noch ein Lied miteinander, nämlich Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Sind meine Ohren und meine inneren Ohren. Bereit ist mein Mund, der zu dir spricht. Bereit sind meine Hände, damit ich sie anderen reichen kann. Und bereit ist mein Herz. Ich bin jetzt bereit, mit dir zu sprechen, Jesus. Wir machen unsere Augen zu und beten. Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, wann immer wir es möchten. Wir danken dir, dass du uns zeigen willst, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir bitten dich, lass uns freundlich sein, anstatt immer gleich zuzuschlagen oder zurückzugiften. Wir bitten dich, dass wir uns danach richten, was du getan hast. Denn du bist immer freundlich und hilfsbereit gewesen, solange wie du hier auf der Erde warst. Wir danken dir, dass wir dir alles sagen können und dass du immer Zeit für uns hast. Dass du nie sagst, nein, ich kann jetzt nicht. Wir bitten dich, nimm uns in deine Arme und auf die, die uns Böses wollen, damit wir friedlich miteinander umgehen können. Und jetzt wollen wir miteinander beten, wie Jesus uns beigebracht hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Und wir machen das so, dass wir immer zeigen, wo wir gerade sind. Also wenn ich sage, sei hinter uns, dann zeigen wir hinter uns, sei rechts und links neben uns, dann zeigen wir auf die Seiten, nach vorne, nach oben und nach unten. Herr, sei über uns wie die Sonne und der Mond. Sei rechts und links neben uns, dass wir keine Angst haben müssen. Sei du hinter uns, dass wir spüren, dass du da bist. Sei du vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und sei du unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.